Hallo, hallo, meine Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Abschminkvideo und zu einem First Impression und zu einem Testvideo, ganz nach eurem Geschmack. Ich habe mir eben im Edeka-Markt die Elkos Reinigungs-Micellen-Face-Feuchttücher gekauft und möchte gern mit euch ausprobieren, ob sie mein Tages-Make-up abbekommt. Ich habe drauf eine leichte getönte Tagescreme, ich habe Augenbrauen gemacht, ich habe mir die Wimpern geschminkt und ich habe vor allen Dingen auch abgepudert. Und wir werden gucken, ob wir dieses Make-up mit dem tollen Zeug hier wegbekommen. Was ich nicht gemacht habe, ist Lippenstift. Und der muss natürlich drauf, wenn es sich um ein Abschminkvideo handelt. Welchen nehme ich denn jetzt hier mal? Was ist das? Ne, das ist ein Nagellack, Leute. Das ist ein Nagellack. Ich möchte jetzt mal hier so einen richtig kräftigen Rotton haben. Haben wir jetzt nicht hier so ein richtiges knalliges Rot? Ne, so ein Rosa. Aber gut, das ist ein kräftiges Rosa. Komm. Und dann gucken wir mal, ob wir das abbekommen. Na, wie findet ihr den? Ha. Sehr knallig, ne? Genau. Und jetzt möchte ich zuerst mit euch einmal lesen, was hier drauf steht. Also, diese Tücher haben 1,29 € gekostet. Bin sehr gespannt, ob das klappt. Es war auch Nivea noch zu finden als Abschminkvariante mit den Reinigungstüchern. Zur Auswahl stand da jetzt noch, wie gesagt, Nivea, aber die kenne ich schon. Die sind natürlich ganz gut, aber ich würde jetzt gerne mal die billige Variante probieren. Zumal da drauf steht mit Micellentechnologie und die finde ich immer richtig interessant. Zumal das auch manchmal wirkt, nicht immer. Steht auch Edeka drauf, wie ihr seht. Und schauen wir mal, ob das tatsächlich jetzt das alles hier abbekommt. Es hat sich schön einwirken lassen den ganzen Tag über. Und es ist noch gar nicht so spät, 5:30 Uhr. Aber ich würde das gerne jetzt runternehmen für euch. Das Video bei Tageslicht noch drehen. Deswegen, bevor es dunkel wird. Ölfrei reinigen, wirksam Gesicht, Augen und Lippen. Ich habe alles beschmiert und werde jetzt sehen, ob wir das auch abbekommen. Hier steht weiterhin drauf. Reinigungstücher Micelle, 3 in 1. Und wie viele Stück sind denn da drin überhaupt? Lass mich mal eben gucken. 25 Tücher sind drin. Und Elkos Face Micellen Reinigungstücher mit Glycerin beruhigen die Haut, spenden Feuchtigkeit und erzeugen ein angenehmes, weiches und samtiges Hautgefühl. Ihre 3-in-1 Wirkstoffformel entfernt Make-up jeglicher Art, reinigt und klärt die Haut. Ein Tuch aus der Packung nehmen und damit Gesicht und die Augenpartie gründlich reinigen. Ja, das werden wir auf jeden Fall ausprobieren und gucken, ob das Versprechen eingelöst werden kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt einmal meine Brille abnehmen und den Geruchstest machen. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn das so schön nach Seife riecht. Es darf aber nicht zu doll sein und es darf auch nicht wirklich so alkoholisch nachduften. Versteht ihr, was ich meine? Das mögen meine Augen nicht so gerne. Oh nee, das riecht lecker. Das riecht so ein bisschen nach, wie heißt denn diese lila Pflanze? Ich komme nicht drauf. So ein bisschen riecht das. Lavendel, genau. So ein bisschen lavendelartig, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es drin ist, aber. Und ich finde auch wichtig, dass die Dinger immer gut verschließbar sein müssen. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich so ein Ding hier liegen habe und das nicht gut schließt. Dann trocknen die ganzen Tücher aus und das ist nichts. Aber das, wie ihr seht, lässt sich richtig gut verschließen. Also damit bin ich schon mal zufrieden. Die können wir hier irgendwo ein bisschen verstecken, damit klein Enkelchen die nicht immer alle benutzt und alle rauszieht. Ne? Aber nicht weiter sagen. So, und jetzt gehen wir als allererstes zu den Augen, würde ich sagen, weil das immer ja am längsten dauert, finde ich. Ich lasse das meistens so ein bisschen einwirken. So ein paar Sekunden habe ich auch nicht immer Lust zu. Manchmal möchte ich das auch nicht, aber wenn wir jetzt hier schon zum Test sitzen, dann machen wir das. Ja. Sieht sich doch schon mal ganz gut an. Hat ordentlich abgemacht. Hat ordentlich alles abgemacht, finde ich. Nicht alles, aber schon ganz anständig. Aber ich sehe noch, ne? Ich sehe weitere.
Ich sehe Produktreste in meinen Augen. Die Augen sind mir am wichtigsten. Alles andere geht ja sowieso relativ leicht ab. Lass das jetzt hier auch noch mal so ein bisschen drauf. Jedenfalls brennt nichts. Es hat keinen penetranten Duft, so einen ganz zarten, blumigen Duft, würde ich sagen. Tut mir auch nicht weh in den Augen, verschleiert mir den Blick nicht. Das machen auch manche, ne? Wenn da Öl drin ist oder so. Nee, das kann ich ja gar nicht ab. Gar nicht. Ich kann gut und klar gucken. Alles gut. Auf dem Auge hat das besser geklappt als hier. Ist besser abgegangen. Das ist überhaupt nur der Grund, warum ich mir die gekauft habe, damit ich dieses fiese Augen-Make-up ganz gut abbekomme. Ich kriege das zwar mit meinem Washi noch viel besser hin, aber ich muss den ja mal wieder sauber waschen, ne? Und da ist die Wolfsmama ein bisschen faul. Deswegen dachte ich mir, einmal vorwischen. Aber die Dinger sind hier ja, die Augen, also diese sind ja dafür da, damit man die Feuchttücher, damit man das alles abbekommt. Und das werde ich jetzt mal testen. Ja, hier habe ich Schwierigkeiten, wie ihr seht, ne? Also, da ist noch was dran. Hier ist ganz gut, aber da sehe ich noch ein paar Reste. Und ich habe ja jetzt hier schon eine ganze Zeit rumgewischt. Kriegt es nicht ab, ganz leider. Hier ist besser. Wahrscheinlich habe ich hier nicht so dick Augen-Make-up aufgetragen. Aber hier sieht man richtig. Das kann ich euch näher ran? Ich weiß nicht. Nee, krieg wieder nie hin. Hier habe ich noch. Ne? Ist zwar nichts Hartes mehr, aber es ist eindeutig Produkt noch drauf. Egal, ich möchte jetzt meine Augen nicht weiter bewischen. So sieht das Tuch aus. Ja, es sieht nicht lecker aus, aber ich glaube, jeder, der sich so ein Video anguckt, ist darauf vorbereitet, dass er jetzt Make-up-Reste in die Kamera gehalten bekommt. Deswegen. Dass der Lippenstift abgeht, ist klar. Das ist ja auch kein wasserfester. Der würde meine Hand auch abbekommen. Wenn ich da jetzt drüber wischen würde, würde meine Hand auch keine Probleme haben, den abzukriegen. So, und dann gucke ich gleich mal in mein Vergrößerungsglas, mein Vergrößerungsspiegel, Vergrößerungsglas, ob das ganz gut mit einem Tuch abging. So sieht, sorry, aber so, ihr müsst ja nicht hingucken. So sieht das jetzt aus. Und natürlich nehme ich mir gleich nochmal ein zweites Tuch, um nochmal zu sehen, wie viele Reste tatsächlich noch drauf geblieben sind nach einmal wischen. So, das ist durch. Das ist kein Müll. Jetzt will ich aber erstmal gucken hier in meinem Spiegel. Ob in meinen Poren noch Produkt ist. Das hatten wir letztes Mal, als wir den Test mit Garnier gemacht haben. Ich weiß nicht, glaube ich, habe das noch nicht mal hochgeladen, also noch nicht mal online gestellt. Das wisst ihr sicher besser. Ja, ich habe auch hier noch in den Nasenflügeln Produkt drin. Das ist aber nicht so schlimm gewesen wie letztes Mal. Also, nee, ansonsten ist auch alles sauber, finde ich. Ein bisschen habe ich es noch in den Poren hier, aber wirklich ganz minimal und auch nur ganz wenig hier. Vielleicht auch deswegen, weil ich nicht richtig gewischt habe. Auch hier ist alles weg. Nee, also ich bin begeistert. Bis auf mein Augen-Make-up. Ich will tatsächlich nicht wissen, wenn ich jetzt so ein wasserfestes Augen-Make-up benutzt habe, weil ich habe das nicht. Ich habe von Maybelline den nicht wasserfesten. Die Wimperntusche benutzt und deswegen, aber trotzdem hat er auch die nicht abgekriegt, ne? Mal gucken, wenn ich noch mal ein zweites Mal drauf gehe. Ich habe noch mal ein sauberes Tuch jetzt genommen, wie ihr seht, und gucke mal, ob ich hier noch was abkriege. Ja, also hier ist nichts drin. Ja, es ist aber noch Produkt in den Wimpern, ne? Wische jetzt einfach nur mal überall drüber und dann gucken wir uns das Tuch noch mal an. Am Hals habe ich eh nur ganz wenig. Ja, es ist schon noch eine ganze Menge drauf gewesen. Ne? Also man sollte vielleicht zweimal wischen. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier
die Reste weg habe. Nee. Aber ich habe vielleicht auch nicht richtig gewischt, ne? So, jetzt ist weg. Also ich hatte nicht richtig gewischt. Fast weg. Ja. Okay. Da ist auch alles weg. Ja, bis auf, dass ich noch ein ganz klein wenig Produkt, wirklich wenig nur noch in den Augenwimpern habe, bin ich zufrieden. Also für mich und für meine Ansprüche, die ich jetzt an dieses Tuch hatte, also zweimal wischen wäre meine Empfehlung, für mich wäre das jetzt okay. Also, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Strubbelpeter. Oh nein. ja, ich wische mir das ja immer so ein bisschen mit hier in die Haare, hier in die Ohren und so, damit man nicht so, ne, weil ich ja nicht mehr ganz so schön mit Haaren hier vorne benetzt bin, hätte ich was gesagt. Besetzt bin wäre vielleicht passender. Mache ich das immer noch so ein bisschen mit rein. Also für meine Ansprüche ist das auf jeden Fall gut. Es klebt weiterhin gut, also es ist alles hier, ne, der Nippel ist auch gut, dass man ihn fassen kann. Manchmal hängt, klebt er auch richtig da fest, da musst du den erst mit, aber hier ist alles gut. Es klebt gut, die Tücher schließen gut, sie ist handlich, sie ist klein, sie riecht dezent, wirklich nicht aufdringlich, der Geruch ist schon völlig wieder weg. Es reinigt gut, die Wimpern hat es nicht ganz geschafft, so nach meinen Vorstellungen, ist aber überhaupt nicht schlimm. Die Wimpern sind sauber soweit, sie sind noch ein bisschen dunkel gefärbt, aber weich, ich habe kein fühlbares Produkt mehr drin. Die Haut ist sauber, wie ihr seht, ich sehe gereinigt aus, bin jetzt rot, das kann normal sein, ich habe aber auch zweimal ganz schön rumgerubbelt, ich habe ja Rosazie, ich denke mal, dass sich das Gesicht beruhigen wird und dass das gleich in Ordnung ist. Es klebt minimal, ich denke, wenn die Haut jetzt ganz trocknet, dann getrocknet ist, dann wird das auch sich legen. Ihr hört das vielleicht, hört ihr das, ist so ein quietschendes Geräusch. Wenig, aber nicht unangenehm, wenn ich jetzt so ein bisschen rubbel. Ja, es klebt. Ne? Es klebt. Ich würde aber sagen, dass sich das vielleicht gibt und mich nicht stören wird. Aber wenn mich jetzt jemand küssen würde oder so, einen Wangenkuss gibt, dann, ne, ihr seht, klebt. Der würde so ein bisschen festbaxen an mir. Sieht man, ne? Ist ja witzig. Das mag ich nicht eigentlich, aber in der Regel wäscht man sich ja jetzt auch das Gesicht nochmal. Ja, also ich gehe ja jetzt so nicht schlafen, sondern ich reinige das ja nochmal mit Wasser oder mit einem Waschlappen oder mit meinem Washi nochmal nach. Und dann pflege ich meine Haut ja mit einer Nachtcreme oder so, dann wird das auch weg sein. Ja, aber es klebt weiterhin, also ich denke, man muss auf jeden Fall nochmal drüber mit einem Waschlappen. Aber auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ich denke jetzt aber nicht, dass ich hier eine große pflegende Wirkung feststelle. Also ich glaube, es ist einfach nur ein Reinigungsprodukt und nichts, was jetzt wirklich pflegt die Haut und so, dass ich jetzt vielleicht keine Creme auftragen muss oder so. Das würde ich nicht sagen. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Einen Daumen hoch für das Produkt. Ich finde es gut und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Macht's gut. Tschüss.